Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des WNTV-Wochenmagazins in der Fastenzeit. Und gleichzeitig ist dieses Magazin auch immer das letzte, das ganz im Zeichen des Faschings steht. Welches närrische Treiben wir diesmal für Sie vorbereitet haben, das sehen Sie jetzt in einem kurzen Überblick. Wir waren am Faschingdienstag in Zillingdorf beim Umzug. Auch beim Charity-Ball der Wir Frauen in der Arena Nova ging es hoch her. Zur venezianischen Nacht lud das Ristorante Luigi in Wiener Neustadt. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Kinderfasching im Fischerpark. Erfahren Sie bei uns, welche Millioneninvestitionen am Semmering in den nächsten Jahren geplant sind. Sehen Sie die aktuellste Ausgabe unseres Sportmagazins, unter anderem mit Handball und Skibob. Der Witz der Woche darf auch diesmal nicht fehlen. Wir zeigen Ihnen, was Sie bei der heurigen Haus- und Gartenmesse in der Arena Nova erwartet. Die Donau-Universität war Anlass für eine Pressekonferenz der Niederösterreichischen Volkspartei. Weiters haben wir für Sie im Programm den 15-Jahre-Rückblick, den Feuerwehr-Report und ein ganz privat mit Karl Panis hier im WNTV-Studio. Was in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts als kleines Faschingstreiben für die Dorfbevölkerung angefangen hat, ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Veranstaltungen in ganz Niederösterreich herangewachsen. Die Rede ist vom Zillingdorfer Faschingsumzug. Auch heuer ließen sich am Faschingdienstag tausende Besucher das lustige Ereignis nicht entgehen. Ob jung oder alt, am Faschingsdienstag ist in Zillingdorf jeder auf den Beinen. Grund dafür ist der beliebte Faschingsumzug, der nicht nur eine Tradition, sondern auch die größte Veranstaltung des Jahres ist. Einzigartig ist aber vor allem, dass nahezu die ganze Ortsbevölkerung an dem bunten Treiben teilnimmt. Der Zillingdorfer Faschingsumzug ist im Herzen von Zillingdorf. Zillingdorf ohne Faschingsumzug, das wäre so wie ein Gulasch ohne Saft. Also das wird nichts heißen. Es ist eigentlich Nationalfeiertag in Zillingdorf. Also ich habe immer geglaubt, wie ich noch Schüler war, das ist ein Feiertag, da hat jeder frei. Wie ich dann arbeiten gegangen bin, auf einmal müssen wir einen Urlaubstag nehmen. Gibt's das? Ich glaube, das ist österreichweit. Da hat sich wohl jemand getäuscht. Das gibt es nämlich nur in Zillingdorf. Eine Sensation, die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist. Und das seit 68 Jahren. So haben sich auch dieses Jahr tausende Besucher das Faschingstreiben nicht entgehen lassen. Doch warum zieht es diese Jahr für Jahr in das Dorf? Wegen diesen verrückten Menschen hier. Schau dir den Typen an einmal. Hey! Ich habe mein Interview. Ja, genau. Ja. Deswegen, genau deswegen. Da geht die Party in Zillingdorf. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das Feeling ist da, die Leute, die Stimmung, es passt einfach alles. Ein bisschen Spaß zu haben und vorzugehen, zu trinken etc. Und wegen ihm. Eröffnet wird der Faschingsumzug traditionell mit dem ersten Wagen. Diesen repräsentiert der sogenannte Faschingsprinz. Doch welche Aufgaben hat dieser? Prinzessinnen organisieren, Termine ausmachen. Und, und speziell am Faschingsumzug? Fest sein. Swing your partner round and round. Bereits im November wird mit den Vorbereitungen für den Faschingsdienstag angefangen. Großer Aufwand steckt vor allem in den beeindruckenden Kostümen. Vom Blockbuster bis zum Bauernstall, die Auswahl der Themen liegt ganz allein bei den Teilnehmern. Es war einfach so spontan. Ja. Ziemlich spontan eigentlich, ja. Die Pünktchenröcke sind schön. Hin und wieder müssen wir das auch machen, nicht? Dass wir Polizei spielen und genauso Strafzetteln austeilen. Wir sind Lego-Männchen. Und warum haben wir uns dafür entschieden? Weil es einfach voll cool ankommt. Ich meine, schauen Sie auch, wir sind super. Ach ja, und woher kommt die Motivation? Ja, weil es bei uns eine Tradition ist, dass die ganze Ortschaft zusammenhilft und dass wir den Faschingumzug wieder zustande bringen. Ja. Und weil es einfach ein Murzer Hitz ist und weil es uns taugt. Anzutreffen waren beim bunten Treiben aber nicht nur kostümierte Ortseinwohner. Ich
war 65 Jahre verkleidet und ich glaube, das ist genug. Macht's Ihnen keinen Spaß mehr. Mehr als 270 aktive Teilnehmer in über 30 Gruppen waren dieses Jahr wieder unterwegs, darunter auch 8 traditionelle Rosalwegen. Insgesamt 160.000 Krepppapierrosen wurden heuer gedreht. Bei uns waren das die Mädchen vor allem, die Omas und die Mamas. Und ja, da muss ich mich eigentlich bedanken bei einer, dass das noch so gut funktioniert, weil das ist nicht selbstverständlich, dass sie da die Leute so viel Zeit nehmen und das den Umzug auf die Beine stellen. Ja. So haben sich die monatelangen Mühen auch heuer wieder bezahlt gemacht. Die Bevölkerung ist davon überzeugt. Der schönste Faschingsumzug in ganz Niederösterreich. Das klingt überzeugend, am besten aber selbst ein Bild machen und am Faschingsdienstag 2015 in Zillingdorf vorbeischauen. Er gehört mittlerweile zum Fasching dazu wie Krapfen oder Kostüme, nämlich der Charity-Ball der Wiener Neustädter Organisation Wir Frauen. Abgehalten wurde er bereits zum zweiten Mal in der Arena Nova. Diesmal war unter den Besuchern ein ganz besonderer Gast, nämlich der Landeshauptmann Erwin Bröll. Einmal um die ganze Welt. Unter diesem Motto stand der Charity-Ball, zu dem die Organisation Wir Frauen in die Arena Nova nach Wiener Neustadt geladen hatte. Bereits zum 4. Mal wird dieser Ball am Rosenmontag zugunsten der Kinderabteilung des Landesklinikums Wiener Neustadt veranstaltet. In den letzten Jahren konnten so 14.000 Euro gesammelt werden. Die Beweggründe waren eben wie fast vor 8 Jahren. Im Juni gibt es uns 8 Jahre, dass wir gesagt haben, wir veranstalten Feste bzw. wir machen Events und Spenden. Und dann haben wir gesagt, einen Ball oder eine Veranstaltung ist eben für die schwerkranken Kinder, wo halt Eltern dann nicht so begünstigt sind und wo wir einschreiten können, nach Rücksprache der Ärzte zu helfen. Für die Interpretation des Ballmottos zeichneten insgesamt 11 Wiener Neustädter Unternehmer verantwortlich. Gemeinsam luden sie ein auf eine Reise nach Italien, Hawaii und Frankreich. Aber auch wärmere Gefilde umfasste die Reiseroute wie Brasilien, der Orient, die Südsee, die Südstaaten oder Afrika. Im Orient gibt's ein Lokal, das Café Oriental. Jeder Scheich war schon einmal. Am Reiseplan stand aber auch Österreich, frei nach dem Motto, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Kaum jemand konnte bei dieser kulinarisch tanzenden Reise widerstehen. Eine ordentliche Portion Zwiebeln, das Wiegen lässt er raus und los geht's. Unterstützung kam bei den Vorführungen auch von Profis. So zeigte Alexander Schneller vom Zirkus Picard auf seiner Reise nach Arizona, wie sexy doch Jonglieren sein kann. Die Formationsgruppe Dancefire interpretierte Afrika. Und Bernd Wenninger von der gleichnamigen Tanzschule half den Mitgliedern der Wir Frauen bei ihrer Choreografie. Sagte er, lass mich noch neben Zigaretten. Ich unterstütze die Wir Frauen, weil mit ihnen wirklich super tolle Projekte zum Umsetzen sind und weil sie mit ihrem Engagement die Region unterstützen und einfach das Geld irgendwo da bei uns wieder landet und wieder das greifbar ist. So wie in den Vorjahren auch, beeindruckten die teilnehmenden Gruppen mit ihrem Einfallsreichtum hinsichtlich Kostümen und Choreografien. Davon begeistert zeigte sich auch ein prominenter Gast, Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man nicht wüsste, dass das keine Profis sind, man würde von vorn bis hinten glauben, das sind Profis, die hier auf der Bühne stehen und ihr Bestes geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Grund, warum das Landesoberhaupt beim Wiener Neustädter Charity Ball zu Gast war, lag in einer Wette.
Am 3. März 2013 hat der Herr Landeshauptmann die Kunst zu Wege gebracht, das dritte Mal den Fünfer vorne zu haben. Das heißt, das dritte Mal die absolute Mehrheit zu haben. Und das hat man im Vorfeld nicht geglaubt. Und daher hat es in Wiener Neustadt bei einem Wahlkampfbesuch eine Wette gegeben. Wenn er wieder den Fünfer vorn hat, dann wird eine rote Lederhose, und das ist das Bekannte an dieser Wette, eine rote Lederhose versteigert. Ein Mann, ein Wort. Dafür ist Pröll seit jeher bekannt und so spendete er die Erlöse aus der Versteigerung der Organisation Hilfe im eigenen Land. Insgesamt 5.000 Euro konnten gesammelt werden, Geld, das einer jungen Familie zugute kommt. Wo über Nacht der Familienvater verstorben ist und eine Mutter mit 3 Kindern jetzt alleine dasteht und die kann das ganz gut gebrauchen. Doch diese Wette war nicht der einzige Grund für Prölls Besuch. Er wollte den, wir Frauen, auch Danke sagen. Wir leben in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass überwiegend viele Menschen eigentlich an sich denken und letztendlich auch aufgrund der Tagessorgen gar nicht auf die Idee kommen, dass es Menschen gibt, die jemanden brauchen, der sie bei der Hand nimmt und mitnimmt auf diesem Weg des Erfolgs, in dem wir alle miteinander drinnen sind. Und die Wir-Frauen, das ist eine derartige Gruppe, die einfach weiß und spürt, dass es im Alltagsleben viele gibt, die Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen. Rund 650 Besucher zeigten sich an diesem Abend begeistert. Einmal mehr hat das Team der Wir-Frauen rund um Erika Buchinger für einen unvergesslichen Abend gesorgt. So schön kann also Charity sein. Im Ristorante Luigi in Wiener Neustadt wurde vor kurzem zur venezianischen Nacht geladen. Dabei gab es wunderbare Masken, einzigartige Stimmung und dazu ein exquisites Vier-Gänge-Menü. Venedig ist berühmt für seinen Karneval. Man muss allerdings nicht zwangsläufig dorthin reisen, um einen besonderen Abend im venezianischen Stil zu erleben. Die Familie Locci macht so etwas auch in Wiener Neustadt möglich. So wurde vor kurzem eben zur venezianischen Nacht ins Ristorante Luigi am Wiener Neustädter Hauptplatz geladen und zwar mit allem, was dazugehört. Ich freue mich, dass alles so zahlreich erschienen sind. Es ist heute alles perfekt. Eine schöne, richtige Feier. Eine wahre Augenweide waren die wunderschönen venezianischen Masken, die an die Gäste verteilt wurden. So mancher fühlte sich damit offensichtlich so richtig wohl. Das ist die Stimmung, ganz genial und ich bin so happy und kann heute da so einen schönen Faschingssamstag erleben. Schon als wir kamen, war das sehr italienisch, weil ja der Sänger uns schon an der Tür begrüßt hat und wir haben vorher festgestellt, es ist völlig wurscht, wenn einer den Mund aufmacht und italienisch redet, reicht das schon. Es ist ein sensationeller Abend, typisch Michael. Er hat das wunderbar gemacht. Gute Musik, sehr gutes Essen und sensationelle Atmosphäre. Apropos Essen. An diesem Abend wurden die Gäste mit einem ganz besonderen Menü verwöhnt. So wurde ein herrlicher Gang nach dem anderen serviert, sehr zur Freude der Liebhaber exquisiter italienischer Küche. Ein Zeichen dafür, dass ich viel gegessen habe und dass es schmeckt. Ab morgen heißt es Diät. Sensationell, das Essen sehr gut. Wir sind Italien-Fans. Und das Essen und alles perfekt. Eine hervorragende Küche, ein bisschen was anderes, was wir hier gewohnt sind. Und das macht es einfach spannend und es schmeckt sensationell gut. Was bei einem venezianischen Abend nicht fehlen darf, ist die passende Dekoration. Dabei hat sich das Brüdertrio Docci ein wenig unter die Arme greifen lassen.
Na, wir haben Nachmittag wirklich einen großen Spaß gehabt. Wir sind befreundet und wir haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und es war ein bisschen Herausforderung jetzt, aber es hat uns großen Spaß bereitet am Nachmittag, muss ich ehrlich sagen. Ebenso, mir hat es großen Spaß gemacht und ich denke, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen könnten, wenn irgendein Fest ist, dass wir wieder gemeinsam dekorieren. Es war also ein ganz besonderer Abend, den die Gäste zum Faschingsausklang im Restaurante Luigi am Wiener Neustädter Hauptplatz erleben durften. Eine venezianische Nacht mit allem, was dazugehört. Wunderschöne Masken, einzigartiger Stimmung und der exzellenten Küche, mit der sich die Doces in Wiener Neustadt bereits einen Namen gemacht haben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Veranstaltung bei Luigi. Cowboys und Indianer, Prinzessinnen, Feen und sogar Teletubbies konnte man vor kurzem im Wiener Neustädter Fischerpark erblicken. Der Grund, der Kinderfasching, der dort schon fast traditionell abgehalten wird. Wenn es im Fischerpark Wiener Neustadt drunter und drüber geht, dann kann das nur eines bedeuten: Kinderfasching. Die beliebte Veranstaltung wurde nun bereits einige Male im Fischerpark abgehalten. Ob maskiert oder nicht, beim Kinderfasching geht es vor allem um eines: Spaß, Spaß und nochmals Spaß. So waren auch heuer wieder viele verschiedene Stationen aufgebaut, um den Kindern ein kunterbuntes Rahmenprogramm zu bieten, ob Kreativität, Geschicklichkeit oder einfach nur Spiel und Unterhaltung. Beim Kinderfasching im Fischerpark kamen auch in diesem Jahr alle auf ihre Kosten. Wir haben, so wie die letzten Jahre auch, ein Kinderschminken, Kinderbasteln, verschiedene Aktivitäten, wo die Kinder zum Beispiel Slacklinen können. Und es ist immer eine große Freude für die Erwachsenen und natürlich für die Kinder hier im Fischerpark. Und wir haben heuer mit dem Zauberer Morelli noch ein Highlight draufgesetzt. Ganz offensichtlich, denn die lustige Zaubershow kam bei den Kids ganz besonders gut an. Dabei waren die kleinen Besucher auch eingeladen, selbst ein bisschen mitzuzaubern. So eine könnt ihr übrigens selber basteln bei der Zauberstation. Dann nimmt man den Zauberstab. Oh, was, das Simsalabim. Und dann ist nichts mehr drin. Was bei einem richtigen Faschingsfest natürlich nicht fehlen darf: Krapfen. So gab es für jene, die sich fleißig an den Spielstationen versuchten, einen Faschingskrapfen als Belohnung. Lecker, oder? Weil die Marmelade drin ist. Wie es sich im Fasching gehört, wurden an diesem Tag natürlich auch viele verschiedene Kostüme präsentiert. Cowboys und Indianer, Prinzessinnen. Eigentlich bin ich keine Prinzessin, das soll eine Fee sein. Verzeihung, Feen und viele andere lustige Gestalten konnte man beim Kinderfasching im Fischerpark erblicken. Also ich bin ein Engel. Und du? Feuerwehr. Ein Cowboy. Ein Seepferdchen. Einige Verkleidungen könnte man ja fast schon als Klassiker bezeichnen, kommen sie doch immer wieder. Ich glaube, zu meiner Zeit war es ein bisschen das Cowboy-Indianer-Thema groß und vielleicht auch der Ritter. Aber auch moderne Figuren haben Einzug in die Welt der Kostüme gehalten, wie etwa Spider-Man, die Angry Birds oder gar die Teletubbies. Als was auch immer man sich verkleidet, der Fasching ist doch etwas Tolles. Was das Beste daran ist? Im Fasching, dass wir Karten kriegen, dass wir Spiele spielen in der Schule, dass man sich verkleiden kann, spielen, auch wenn man einen Krapfen bekommt. Der Kinderfasching im Fischerpark war also wieder einmal ein voller Erfolg. Für die Zukunft ist übrigens auch so einiges in Planung. Der Fischerpark ist immer in den letzten 18 Jahren für ein Center für Familien und Kinder gestanden und diese Tradition wollen wir weiterführen und wir werden auch ab Ende April, Anfang Mai ein neues Highlight hier in der Region setzen mit unserem neuen Lollipop. Ja. Das ist der Nachfolger vom Piratenclub und da werden erst die Kinderaugen leuchten. Man darf also gespannt sein. Die leuchtenden Kinderaugen, die konnte man bereits beim Kinderfasching im Fischerpark beobachten. Im Grauhotel Pannans am Semmering wurde vor kurzem der Startschuss für nachhaltige Investitionen gegeben. So werden die Bergbahnen und das Hotel Pannans auf den neuesten Stand gebracht. Über 50 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2015 den Semmering auf Vordermann bringen.
Seit dem Jahr 2013 wieder neuer, frischer Wind am Semmering. Die Schweizer Renko Invest AG hat mit der Panhans Holding Group bislang rund 4 Millionen Euro am Semmering ausgegeben. Auf dem Einkaufszettel der Investoren standen das Grand Hotel Panhans, das ehemalige Artis Hotel, das Kuhhaus Dr. Stühlinger sowie das ehemalige Erzherzog Johann Hotel. Den bisherigen Höhepunkt des Investments markiert nun der Erwerb der Semmering-Hirschkogel-Bergbahnen. Im Festsaal des Hotel Panhans präsentierte die Panhans Holding gemeinsam mit den Bergbahnen die weiteren Pläne, denn man hat noch viel vor auf dem altehrwürdigen Semmering. Nach dem Investment Phase 1 wird es anders sein. Man kommt heraus, bekommt einen Parkplatz, weiß, wo man hinfährt, kann zu einer Kasse hingehen, braucht sich nicht anstellen, hat einen komfortablen Lift zur Kabinenbahn dazu und kann auch mit Kindern und nicht so geübten Skifahrern hier die Zeit am Zauberberg Semmering und in der ganzen Region Semmering genießen. Und in weiterer Folge kann man direkt ins Hotel fahren und dort die Ski abschnallen in den Skistall und ab zur Abendgestaltung. Es wird also ab sofort richtig Geld in den Semmering investiert. Die Panhans Holding pumpt 38 Millionen Euro in die Modernisierung der Bergbahnen. 18 Millionen Euro darf die substanzielle Sanierung des Grand Hotel Panhans kosten. Dieses erste Investitionspaket von über 50 Millionen Euro soll bis zum Jahr 2015, also binnen kürzester Zeit, realisiert werden. Die Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz wird von einem gebürtigen Ukrainer gemanagt. Er und die Geldgeber sind vom einzigartigen Potenzial des Semmerings überzeugt. Es gibt nirgendwo auf der Welt so eine Ortschaft mit 12 Millionen Menschen, Einzugsgebiet innerhalb von 3 Stunden Erreichbarkeit mit dem Fahrzeug. Daher ist klar, hier besteht ein riesiger Markt. Solange der Semmering im Dornröschenschlaf gelegen ist, so schnell will man ihn nun wachküssen. Bereits ab dem kommenden Sommer werden auch die Besucher den frischen Wind zu spüren bekommen. Wir möchten auch mit einem ganzheitlichen Bikepark und auch sonstigen Attraktionen im Bereich Mountainbike wieder punkten und unseren Gästen ein ganzheitliches Angebot am Semmering bieten. Es wird auch kulinarisch einiges Neues geben. Wir werden mit Barbecue in allen Bereichen punkten und auch mit sehr vielen Veranstaltungen im Sommer. Also es wird richtig viel los sein. Mit dem 50 Millionen Investment bis zum Jahr 2015 sollen 100 neue langfristige Arbeitsplätze geschaffen werden. Dass ein Investor nach ein paar Jahren etwa die Lust verliert, dieses Damoklesschwert hängt, nach eigenen Angaben, nicht über dem Semmering. Wir betrachten dieses Projekt als ein langfristiges Projekt, unsere Investitionen als langfristige Investitionen und die Rentabilitätszeiten in den vergleichbaren Projekten betragen zwischen 12 und 15 Jahren, wenn alles gut geht. Mit der Umgestaltung des nunmehrigen Renk-Event-Gastrohotels auf der Passhöhe hat man schon beweisen können, in welche Richtung der neue Semmering in Zukunft gehen soll. Mit der Kombination aus Tradition und Moderne, mit einem Schwerpunkt auf die Familienfreundlichkeit, soll der Semmering fit gemacht werden für ein 12-Millionen-Publikum, das maximal 3 Autostunden vom Berg entfernt ist. Und zwar das ganze Jahr über, für zumindest die nächsten 2 Jahrzehnte. Wir unterbrechen unser Programm jetzt genau für 2 Spots und gleich danach in einer Minute geht's weiter mit dem Sportmagazin und dem Witz der Woche, also bleiben Sie dran, bis gleich. Entdecken Sie die Fachhochschule Wiener Neustadt beim Tag der offenen Tür am 15. März von 9 bis 16 Uhr mit interaktiven Workshops, Vorträgen zu den einzelnen Studiengängen, individueller Studienberatung, spannenden Vorführungen in den Technik- und Gesundheitslabors, Open Lectures, Einblicke in das Studentenlife am und um den Campus. Erleben Sie das Sprachangebot und machen Sie die ersten Aufnahmetests. Tag der offenen Tür am 15. März von 9 bis 16 Uhr. Interessiert an einem Beruf in der Krankenpflege? Kommen Sie zum Infoabend der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wiener Neustadt am 20. März von 17 bis 19 Uhr. Hier gibt es alle Infos zu Ausbildung, Anforderungen und Aufnahmeverfahren sowie eine Führung durch Lehrsäle und Übungsräume. Achtung, der Infoabend beginnt pünktlich um 17 Uhr. Nicht versäumen! Der Infoabend der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wiener Neustadt.
Am 20. März 2014 von 17 bis 19 Uhr am Corvinusring 20. Auch in der Fastenzeit der Fixpunkt im WNTV-Programm, der Witz der Woche. Viel Spaß mit den vier Experten aus dem Wiener Neustädter Stadtmuseum. Noch zur Zeit des Eisernen Vorhanges vor der Partie Wiener nach Bratislava hinüber. Werden kontrolliert, wird der Kofferraum wird aufgemacht, sind lauter Butterbrot drinnen. Sagt der Zöllner, sagen Sie einmal, für was brauchen denn Sie die Butterbrot? Sagt er, du, mein Freund hat gesagt, da kannst eine Prostituierte und ein Butterbrot haben da herüber. Die Lehrerin sagt zu Maxi, Maxi, gratuliere, bei deiner Mathe-Aufgabe ist heute alles richtig, wie hast du das gemacht? Sagt der Maxi, na, ich habe eigentlich nichts gemacht, aber der Papa hat mir nicht geholfen, weil er krank war. Ein Bauer liegt am Sterbebett. Auf jeden Fall der älteste Sohn ist bei ihm. Und wie es jetzt am Ende zugeht, ruft er den Herrn Pfarrer. Der Herr Pfarrer kommt, macht die letzte Segnung und Einölung und dann, wie er gehen will, sagt er, den mit ganz schwacher Stimme, der Bauer, der Alte, sagt er, na, bring mir den, was der, den Karl, von den Roten, von den Ortsroten. Sagt er, was, na, du bist verwirrt, du meinst wahrscheinlich von den Schwarzen. Nein, sagt er, den Karl von der SPÖ bring mir. Na gut, wenn es der letzte Wunsch ist, machen wir das. Na, der bringt den Karl von der SPÖ, der kommt ans Sterbebett, sagt, ich möchte zur SPÖ beitreten. Dann sagt er, ja, was muss ich denn da tun? Sagt er, ja, du musst die Beitrittserklärung unterschreiben und den Mitgliedsbeitrag zahlen. Sagt er, so ein Buben, hilf mir beim Unterschreiben. Die unterschreiben den Ding und zahlen den Mitgliedsbeitrag. Und wird ja dann gegangen, sagt der Bub, sagt er, also Vater, ich bin so enttäuscht, das bis 86 Jahre so ein Erzschwarzer gewesen und dann im Sterbebett trittst du zur SPÖ über. Das ist ein Wahnsinn. Sagt er, mir ist lieber, wenn ein Roder stirbt wie ein Schwarzer. Obwohl die Deutschen und die Österreicher eigentlich dieselbe Sprache sprechen, kommt es oft zu Missverständnissen, weil man verschiedene Dinge falsch ausdrückt oder anders ausdrückt. Ist er auf einer Tiroler Alm sitzt der Bauer mit dem Sohn vor der Hütte und raucht der Pfeifen. Kommt der Germane, sagt, guter Mann da drüben, wie heißt denn der Berg da oben? Sagt der Wöchener, sagt er, oh, danke schön. Stäblim hat er gesagt, sagen Sie mal, da war doch früher eine Sennerin mit so großen Titten. Sagt der Vater, was hat er gesagt? Sagt der Burt, Mutter hat er auch kennt. Na, der Deutsche hat sich gleich so wohl gefühlt, ist er über Nacht auf der Hütte. Da früh geht der Bauer in die Stube, liegt der Deutsche in Eck und rät. Sagt er, was hat er denn? Sagt der Nerd, der hat gesagt, ich soll ihm mein Ei abtreten. Sagt er, was der mit meinen Trimmerschuhen, wir wahrscheinlich alle zwei erwischt haben. Auch diese Woche sehen Sie unser Sportmagazin exklusiv für Wiener Neustädter Sportvereine. Diesmal mit den Themen Handball, Skibob, Baseball, Mountainbike, Orientierungslauf, Darts und Fußball. Und wir beginnen gleich mit Handball und zwar mit der Damenstaatsliga. Im österreichischen Damenhandball gibt es mit Hypo Niederösterreich ein alles beherrschendes Team, das bereits 37 Mal österreichischer Meister geworden ist. Seit Jahren dicht gefolgt, aber von den Wiener Neustädter Handballdamen, die auch heuer wieder auf Vizemeisterkurs sind. Am Samstag, dem 1. März, empfing die Damenmannschaft des Zweigvereins Handball McDonald's Wiener Neustadt in der Anemonensee-Sporthalle die Gegner aus Atzgersdorf. Der Grunddurchgang ist derzeit auf der Zielgeraden, 16 von 22 Begegnungen sind gespielt. Die Wiener Neustädterinnen in den roten Dressen halten in der höchsten Spielklasse den zweiten Tabellenplatz, gingen leider ersatzgeschwächt, aber top motiviert in dieses Spiel. Es galt einerseits keine Punkte auf die Tabellenführung zu verlieren und andererseits den zweiten Tabellenplatz nach hinten abzusichern.
Die Atzgersdorferinnen auf dem 4. Tabellenplatz suchten ihre Chance, wertvolle Punkte wettzumachen, und nach der ersten Halbzeit ging der Zweigverein Handball McDonald's Wiener Neustadt mit einem Tor Rückstand in die Pause, Halbzeitstand 7:8. In die zweite Spielhälfte ging die Heimmannschaft deutlich besser eingestellt und konnte eine Zweitore-Führung herausarbeiten. Diese Führung verwandelte sich gegen Ende der Partie aber wieder in einen knappen Rückstand, da sich erneut Fehler in das Spiel der Wiener Neustädter Handball-Damen einschlichen. Die hervorragend spielende Torfrau der Atzgersdorferinnen machte viele Chancen der Wiener Neustädterinnen zunichte. So konnte lediglich nur einer von 5 7-Meter-Würfen verwandelt werden. Bei Wiener Neustadt überzeugte an diesem Abend die Spielertrainerin Marina Budicevic, die mit 7 Toren beste Werferin ihrer Mannschaft war, und die Torfrau Natascha Schilk mit einer sehr guten Abwehrleistung. Das Publikum sah ein bis in die letzte Minute spannendes Spiel, welches leider mit einer 17:21 Heimniederlage für den Zweigverein Handball McDonald's Wiener Neustadt endete. Die nächste große Aufgabe der Wiener Neustädterinnen ist das Cupfinale am 22. März gegen Hypo Niederösterreich. Wenn Sie Lust auf mehr Handball bekommen haben, können Sie sich auf der eingeblendeten Homepage über die nächsten Spieltermine informieren, oder noch besser, Sie spielen selbst Handball. Der Wiener Neustädter Handballverein sucht immer begeisterte Sportler und Sportlerinnen schon ab 5 Jahren. Vom 26. Februar bis zum 1. März fanden in Spital am Semmering die Bewerbe der 35. Skibob-Weltmeisterschaft statt. Mehr als 120 Sportler aus 9 Nationen stellten sich am Stuleck in den verschiedenen Altersklassen der weltmeisterlichen Herausforderung. Christoph Diepold, Obmann des Skibob-Clubs Wiener Neustadt, hat als Gesamtverantwortlicher bei der Wahl des Austragungsortes Spital am Semmering ein glückliches Händchen bewiesen. Bereits am Vorabend des ersten Bewerbes begeisterte Hans Hirschecker, der Obmann des örtlichen Tourismusverbandes, aktive Sportler, Funktionäre und Gäste gleichermaßen bei der Eröffnungsfeier. Auch der Wettergott meinte es trotz gegenteiliger Prognosen mit Veranstaltern und Sportlern besonders gut. Super-G, Riesenslalom und Slalom konnten bei besten Wetterverhältnissen ausgetragen werden. Und das Team des Wintersportvereins Spital am Semmering hat beste Arbeit geleistet. Wie erwartet kam es bereits am ersten Tag beim Super-G zu einem Ländermatch zwischen Österreich und Tschechien. Und daran sollte sich auch an den darauffolgenden Tagen nichts mehr ändern. Der Skibob-Club Wiener Neustadt erreichte durch Birgit Kaiser im Super-G und in der Kombination 2 Weltmeistertitel in ihrer Klasse. Super schnell, schöne Pisten, haben sie wirklich gut hingebracht. Ein paar Löcher sind schon, aber kein Problem, draufbleiben und durch. Und jetzt halt mein Rest der Mannschaft die Damen. Ralf Linhardt holte die Bronzene beim Super-G. Insgesamt wurden von den österreichischen Athleten 30 Gold, 33 Silber und 23 Bronzemedaillen gewonnen. Österreich hat damit vor Tschechien die erfolgreichste Nation bei der Weltmeisterschaft stellen können. Gerhard Hauer Junior holte im Riesentorlauf Slalom und in der Kombination den Weltmeistertitel. Lisa Zaff krönt ihre bisherige Karriere mit dem Weltmeistertitel im Riesenslalom. Frischer Wind weht bei den Wiener Neustädter Baseballern, nämlich den Diving Ducks. So ist eine für österreichische Baseball-Verhältnisse einzigartige Kooperation im Entstehen. Mit einem Joint Venture mit einer tschechischen Erstligamannschaft aus Brünn wollen die Diving Ducks Zugang zum erstklassigen europäischen A-Pool bekommen. Genaue Details dazu werden am 12. März bei einer Pressekonferenz in Wiener Neustadt bekannt gegeben. Die Freiluftsaison im Mountainbiken ist in greifbarer Nähe. Wer allerdings schon jetzt biken möchte und noch dazu in der Halle, der hat im Dirt Hangar die Möglichkeit dazu. Und zwar in der Schärfstraße in Nähe des Triumph Zentrallagers. So kann man mit ein wenig Glück den Profis von Masters of Dirt beim Training zuschauen, wie auf diesen Archivbildern von der Eröffnung. Auf alle Fälle kann man jederzeit die 3 Jumps bewältigen und Anfänger können auf der Pump Track ihre Runden drehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie am Wochenende ganztags. Alle Infos gibt's auf dirthanger.at.
Am Freitag, dem 11. April, findet um 19 Uhr der erste Sportstammtisch der Stadt Wiener Neustadt im Hotel Corvinus statt. Initiiert von der MA12 Öffentlichkeitsarbeit und Sport sind alle 160 Sportvereine eingeladen. Dieser Sportstammtisch soll sich zu einem regelmäßigen, losen, informellen und hoffentlich regen Gedankenaustausch zwischen Vereinsvertretern, ehrenamtlichen Funktionären, Sportlern, Sportmanagement und Politik entwickeln. Alle am Sport Interessierten sind natürlich auch am 11. April um 19 Uhr im Hotel Corvinus eingeladen, hinzukommen. Der HSV-Orientierungslauf setzt eine Schwerpunktaktion für den Laufnachwuchs. So findet am Mittwoch, dem 19. März, ein Orientierungslauf für Schulklassen ab der 5. Schulstufe in der Millag statt. Und in den Osterferien wird ein Orientierungslaufkurs für Schüler und Familien abgehalten, wo auch die Anfänger herzlich willkommen sind. Von 14. bis 16. April täglich von 9 bis ca. 16 Uhr inklusive Mittagessen. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine kurze Mail an togo@aon.at und Gottfried Tobler meldet sich dann bei Ihnen wegen der Details. Ein besonderes Darts-Turnier steht am 15. März ab 11 Uhr auf dem Programm. Die Fireflyers laden zu einem Gaudi-Darts-Turnier in Sektionslokal 7 am Flugfeld in der Matthias-Schönerer Gasse 10. Eingeladen sind alle Mandatare und Fraktionen im Wiener Neustädter Gemeinderat sowie alle Interessierten. Nennschluss ist am Samstag, dem 15. März um 12 Uhr. Die Teilnahme ist gegen eine kleine Spende zum Erhalt des Vereins Fireflyers möglich. Und erstklassigen Bundesliga-Fußball gibt es am 26. März zu sehen, nämlich im Wiener Neustädter Stadion. Zu Gast beim SC ist Ende März Rekordmeister Rapid Wien. Spielbeginn ist am Mittwoch, dem 26. März um 20.30 Uhr. Zum Sportthema der Woche darf ich nun den Wiener Neustädter Sportmanager der Stadt Wiener Neustadt, Rainer Spenger, bei uns im WNTV-Studio begrüßen. Hallo, danke fürs Kommen. Hallo. Wie schaut's aus? Die Wiener Neustädter Vereine brauchen Hallen, brauchen Plätze, wo man überdacht trainieren kann. Wie schaut so der Markt aus? Hat man genug? Hat man zu wenig? Genug, glaube ich, kann man nie haben, weil wir sind natürlich froh, wenn möglichst viele Menschen individuell oder in Vereinen Sport betreiben. Die Situation ist im Moment so, dass wir insgesamt in 12 verschiedenen Turnhallen Sportangebote sozusagen haben. Und der Bedarf ist natürlich weit größer. Das heißt, man kann fast sagen, es gibt eine Warteliste und wir versuchen natürlich möglichst das zu befriedigen. Wie viele Vereine gibt es in Wiener Neustadt und wie viele nutzen dann auch die Hallen? Es ist so, dass wir 160 Vereine haben. 88 nutzen derzeit die Hallen. Wie gesagt, der Bedarf steigt und steigt. Die Hallen werden eigentlich nicht mehr. Von daher kommen wir auch immer mehr in die Randzeiten oder ins Wochenende hinein und langsam wird es eng. Wir sprechen da von Schulhallen oder wo sind diese Hallen untergebracht? In erster Linie in Pflichtschulen, Volksschulen, Hauptschulen. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut, wie zufrieden ist man mit der Situation? Wie geht es da im alltäglichen Betrieb? Die Leute? Grundsätzlich läuft es gut. Also wir dürfen von Seiten des Sports ab 17 Uhr die Hallen nutzen. Vorher sind die Schulen drinnen. Geht gut. Die Problematik ist, dass natürlich immer wieder manche dabei sind, die sich halt nicht an die Regeln halten. Und ja, da muss man natürlich auch gewisse Konsequenzen ziehen. Es dürfen nur Sportvereine, die in Wiener Neustadt angemeldet sind, die Hallen nutzen? So ist es, ja. Wie geht es dann voran, wenn man sagt, okay, leider, es passiert was? Was sind für Beanstandungen? Es gibt natürlich immer wieder von den Schulen Beschwerden, dass es zu Verschmutzungen kommt, dass gewisse Dinge kaputt gehen. Da sind wir dann natürlich sehr genau und schauen uns das an, welcher Verein hier sozusagen der Verursacher ist. Es ist aber nicht immer ganz einfach, das auch festzumachen, weil ja mehrere Vereine am Abend in den Hallen sind. Wenn wir den Verein finden, dann gibt es natürlich klare Konsequenzen. Die müssen die Schäden bzw. die Verschmutzungen bezahlen. Wenn nicht, zahlt es leider die Allgemeinheit. An welche Regeln muss man sich halten? Im Wesentlichen sind es drei Dinge. Man muss eine Benutzungsbewilligung ausfüllen, man muss die Hausordnung kennen, sich daran halten und dann gibt es natürlich auch noch so eine Brandschutzbestimmung, das ist ein Detail, aber auch ganz wichtig, auch die muss gegengezeichnet werden und ja, am Ende, wenn die drei Dinge eingehalten werden, steht einer Bewegung in der Halle nichts im Weg. Okay, also der Appell der Sportvereine, wenn man wo zu Gast ist in der Schule, das so verlassen, wie man es vorgefunden hat, welche Handhabe hat das Sportmanagement, wenn es nicht funktioniert? Naja, in letzter Konsequenz, was natürlich niemand will, könnte man auch die Benutzungsbewilligung entziehen. Da gibt es aber natürlich im Vorfeld Gespräche, holen wir uns die Vereine, es gibt Schreiben. Ja, aber wie gesagt, wenn manche dann nicht sich daran halten, dann müssen wir einschreiten. Was wir jetzt leider auch machen aktuell oder beginnen jetzt damit, wir werden jetzt Kontrollen durchführen, wir werden stichprobenartig uns die Hallen anschauen, speziell am Abend und am Wochenende. Werden wir sehen,
Wie viele Stunden werden da eigentlich so zugebracht übers Jahr gesehen? Ja. Das heißt, da relativiert sich die Geschichte natürlich wieder. Ich sage jetzt einmal, 95% wahrscheinlich halten sich ja an die Regeln. Wir haben in Summe 14.000 Stunden im Jahr, und das sind die Meisterschaftsspiele am Wochenende in den Hallen nicht eingerechnet, wo die Hallen genutzt werden für den Sport. Und bei 14.000, wenn dann natürlich ab und zu was vorkommt, sage ich einmal, ist es fast verschwindend, aber es soll natürlich gar nichts passieren. Okay, und abschließend die letzte Frage. In Frage gestellt, das Ganze, dass die Vereine die Hallen nutzen dürfen, ist nicht. Das heißt, das hat auch einen Sinn, dass die Hallen dann ab 17 Uhr der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich glaube, es ist in jedermanns Interesse, auch in der Stadt, dass Sport betrieben wird, dass die Hallen genutzt werden. Und wenn sich alle an die Regeln halten, glaube ich, gibt es eine absolute Win-Win-Situation. Okay, dann Kopf hoch, der Appell, aufpassen und dann wird es wieder besser. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Sie bildet in Wiener-Neustadt sozusagen den traditionellen Frühlingsauftakt, nämlich die Messe Haus und Garten in der Arena Nova. Was sie in diesem Jahr dort alles erwartet, das wurde bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Sie wird nun bereits zum 22. Mal veranstaltet und gilt Jahr für Jahr als Fixtermin für Häuselbauer, Renovierer oder ganz einfach jene, die es in ihren eigenen vier Wänden gerne schön haben. Die Haus- und Gartenmesse, die vom 20. bis 23. März in der Arena Nova in Wiener Neustadt über die Bühne geht. Rund 240 Aussteller präsentieren dabei auf knapp 11.500 Quadratmetern ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Bauen und Wohnen, und zwar mit allem, was dazugehört. Ob Hausbau, Umbau, Sanierung oder Energieeffizienz. Die Haus und Garten ist nicht nur die ideale Plattform, um sich einen Überblick über die Produktvielfalt zu verschaffen, auch in Sachen Information und Beratung bleiben keine Wünsche offen. Ich glaube, das ist einfach für den Kunden ein Vorteil, dass er Vergleiche anstellen kann, dass er nicht von einem Geschäft zum anderen fahren muss, dass er an einem Ort eine breite Palette an Ausstellungsstücken, an Produkten, an Dienstleistungen und vor allem auch an Information und Beratung bekommt. Zum breit gefächerten Informationsangebot zählt natürlich auch die Beratung rund um das Thema Finanzierung. Diesen Bereich decken Jahr für Jahr die Experten der Wiener Neustädter Sparkasse ab. Auch das Thema Sicherheit bildet einen Schwerpunkt bei der Haus- und Gartenmesse. Wir sehen das Thema Sicherheit nicht nur fokussiert auf das Haus, sondern die Breite der Frage der Sicherheit. Der Sicherheit, was das Fahrzeug anlangt, der Sicherheit, was die Person selbst anlangt. All diese Sicherheitsfragen werden von Experten des Innenministeriums präsentiert. Natürlich ist auch wieder jede Menge fürs Auge dabei. Von aktuellen Wohntrends über Innovationen fürs Eigenheim bis hin zur Gartengestaltung reicht das Angebot. Für den Bereich Garten gilt das Motto: Hier gibt es nichts, das es nicht gibt. Das gilt einerseits für die dargebotenen Produkte, andererseits wiederum für fachliche Beratung. Wie dekoriert man einen Garten, ohne dass es kitschig wird? Welche Geräte sind sinnvoll? Wann muss man was entsprechend einsetzen? All diese Dinge werden wirklich von Experten präsentiert. Ich denke nur an den Karl Ploberger, der hier entsprechend quasi der Guru der Nation ist. Abgerundet wird die Messe wie jedes Jahr durch viele interessante Fachvorträge zahlreicher Experten. Die 22. Haus- und Gartenmesse. Vom 20. bis 23. März in der Arena Nova Wiener Neustadt. Infos unter www.arenanova.com. 20 Jahre ist es her, seitdem die Donau-Universität Krems gegründet wurde, und zwar als erste staatliche Weiterbildungsuniversität Europas. Aufgrund ihrer Sonderstellung in der österreichischen Hochschullandschaft, wie sie von der österreichischen Hochschullerschaft bezeichnet wird, ist sie immer wieder Auslöser für Diskussionen. Und diesmal lag der Grund im beschlossenen Promotionsrecht. In der Öffentlichkeit kaum bekannt. Vor kurzem wurde es im Nationalrat beschlossen, die Donau-Universität in Krems erhält das Promotionsrecht, also das Recht, den akademischen Grad Doktor oder Doktorin verleihen zu dürfen. Bislang war dies nicht möglich. Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll nannte diesen Beschluss eine richtungsweisende Entscheidung und den Schlussstein in der Entwicklung der Donau-Universität.
Die Donau-Universität Krems hat in den letzten Jahren eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Immer mehr Studierende, die hier an der Donau-Uni entsprechend studieren. Und das war ein weiterer wichtiger Schritt für den Wissenschaftsstandort Niederösterreich, für den Forschungsstandort Niederösterreich und natürlich auch für die Donau-Uni Krems. Daher hat Landeshauptmann Dr. Wimbröll intensiv dafür gekämpft und diese Woche ist es Wirklichkeit geworden. Beschlossen wurde das Promotionsrecht aber nicht einstimmig. Grüne und ein Teil der Neos hielten dagegen für Landesgeschäftsführer Dr. Gerhard Karner einen Grund, um zur Pressekonferenz nach St. Pölten zu laden. Also ich halte das für beschämend, wenn sich gerade jene Parteien, die sich immer so besonders um das Thema Bildung annehmen, gerade in dieser Frage gegen das Land Niederösterreich, gegen die Donau-Universität agieren und sagen, das Promotionsrecht ist nicht notwendig, die Donau-Uni Krems wäre ein Prestigeprojekt. Das halte ich für beschämend, gerade von diesen beiden Parteien, von einem Herrn Strolz, der von Flügel redet und in Wahrheit damit den Kindern jede Zukunftschance verbaut. Laut Donau-Uni Krems-Rektor Friedrich Faulhammer sollen noch 2014 3 Doktoratsstudien angeboten werden, und zwar in den Bereichen regenerative Medizin, Migration und als dritter jener Bereich, der sich mit den Phänomenen des urbanen und ländlichen Raumes beschäftigt. Auch diese Woche darf unser 15-Jahre-Rückblick nicht fehlen. Schauen Sie, was bei Ihrem Privatfernsehen im Jahr 1999 auf Sendung war. Viel Spaß dabei. Forschungsumzug wird einmal veranstaltet vom Burschen Geplichtenwirt. Ich bin der Obmann von diesem Verein. Ja. Das ist jetzt der 135. Forschungsumzug hier in Lichtenwirt. Sie sehen eh, also wir haben jedes Jahr um die 10.000 Zuschauer. Ja, wir haben zahlreiche Wagen und Fußgruppen mit Bars. Für Unterhaltung wird gesorgt. Es geht eigentlich darum, sie hätten das Fahrrad beim Kind beim Umschneiden ausleisten sollen, das haben sie nicht gemacht. Und darum sind wir drauf gekommen, weil sie jetzt schon zweimal die Feuerwehr gebraucht haben. Weil es aus technischen Gründen verhindert worden. Jetzt haben wir nämlich die Forschungsgruppe gemacht mit der Feuerwehr, weil sie immer jetzt schon wahrscheinlich jetzt schon die Feuerwehr brauchen werden. Ne? Pro Wagen werden 20.000 Rosal verwendet. Zwischen den Rosenwagen fahren sehr viele Fußgruppen mit, die für die Politik und alles rund um das Geschehen berichten bei diesem Faschingumzug. Ja? Über die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt informiert diese Woche Kommandant Josef Bugner im WNTV-Studio. Hallo, danke fürs Kommen. Hallo Christian. Die närrische Zeit, Gott sei Dank, zu Ende. Hat es eigentlich vom Fasching hier irgendwelche besonderen Einsätze für die Feuerwehr gegeben?
Es hat nur einmal am Faschingdienstag am Abend um so circa 22 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben, aber sonst war es bei uns ganz ruhig seitens der Feuerwehr. Okay, leider nicht ganz ruhig, was die Verkehrsunfälle anbelangt. Es hat einen tödlichen Verkehrsunfall auf der B21 Richtung Bad Fischau rausgegeben. Ja, auf der B21, wir wurden verständigt mit dem Meldebild, dass mehrere Personen eingeklemmt sind. Hier ist dann eine höhere Alarmstufe, hier wird dann Bad Fischau, die Feuerwehr Brunn, Wöllersdorf und Wiener Neustadt alarmiert, weil wir nicht genau gewusst haben, wo der Einsatz ist zwischen Wiener Neustadt und Hornbach. Es hat sich hier herausgestellt, dass zwei Pkw beteiligt waren. Es waren zwei Personen zum Teil schwer verletzt und eine Person ist noch aufgrund der schweren Verletzungen an der Unfallstelle verstorben, obwohl der Notarzt hat hier Reanimationen durchgeführt und dergleichen. Und ja, wir haben dann die Verkehrswege wieder freigemacht, beziehungsweise der Feuerwehr Bad Fischau das Einsatzgebiet wieder übergeben. Ein weiterer nicht so spektakulärer, Gott sei Dank, Verkehrsunfall hat es auch in der Innenstadt von Wiener Neustadt gegeben? Ja, in der Böckgasse in der Unterführung. Hier hat ein Pkw-Lenker mit einem kleinen Lkw die Höhenkontrolle übersehen, ist dann stecken geblieben, den haben wir wieder herausgezogen. Mhm. Also immer der Klassiker dort, gerade wenn man sich so kurz einmal ein Auto ausborgt, vielleicht, wenn man Möbel nach Hause bringt. Ja, es war ein Möbeltransporter, genau. Wie macht man das dann wirklich, dass er dann wieder rauskommt? Luft auslassen von den Rädern ist nicht ganz so gut gelungen. Wir haben dann müssen den Aufbau abbauen und dann herausschieben, dann ist es gegangen. Okay, das heißt, das ist ja wie ein Widerhaken. Da kann man nicht dann weiterfahren, gibt es kein Vor- und kein Zurück? Kein Vor- und kein Zurück. Wie lange war dann die Durchfahrt gesperrt? So circa eine halbe Stunde war die Durchfahrt gesperrt. Okay, weil ihr so schnell wart. Ja. Weitere Einsätze noch? Ja, in der Hattegasse wurden wir zu einem vermutlichen Wohnungsbrand gerufen. Hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass jemand das Essen vergessen hat am Herd. Dann vielen Dank für die Einsätze für diese Woche und wir hoffen, dass nächste Woche ruhiger wird. Vielen Dank. Gerne. Bei uns steht nun wieder die Sendung ganz privat auf dem Programm. In den letzten Wochen haben wir Ihnen die WNTV-Witzeerzähler vorgestellt. Einer fehlt allerdings noch in der Runde, nämlich Karl Pannis. Woher er die Inspiration für die vielen Witze nimmt und was ihm sonst wichtig ist, darüber spricht er nun mit Michael Werl in ganz privat. Sie werden es nicht glauben, ich erzähle Ihnen jetzt keinen Witz, aber eher. Ich sage einfach Servus, Kommissarrat Karl Pannis. Ich freue mich, dass du Servus. Da bist. Erzähl mir jetzt keinen Witz, sondern reden wir mal über dein Leben. Du bist ein geborener Neustädter? Nein, geborener Hochwolkersdorfer. Da hat man am Anfang gar Schweider mit dem Asphalt gehen. Aber ich bin dann mit den Knie die Köllerscheiben eingehauen. Aber bin jetzt der leidenschaftliche Barfuß Neustädter. Barfuß ist das auch schwierig, muss ich zugeben. Wir sind 1949 von Hochwolkersdorf nach Neustadt gezogen und haben dann 51 ins Bauen angefangen, Köllerwohnung. Gleich eingezogen in Köln und dann halt weiter gebaut. Und ja, da bin ich in Neustadt schon in die Pestalozzi-Schule in die Schule gegangen und bin heute ein leidenschaftlicher Neustädter. Verlass Neustadt äußerst ungern, wenn ich in Wasserturm nicht sicher, habe ich schon Heimweh. Nein, der ist dann auch in Osten. Also. Ja, so und so, das stimmt ja nicht. Aber hohe Wand geht noch, da sieht man. Ja, sieht man, was ich ja. Bin dann, weil ich schon Zeichner habe können, haben sie mich wollen irgendwas Grafisches lernen lassen. Weil ich nicht gewusst, dass Schrift jetzt eigentlich mit dem Zeichner nichts zu tun hat. Und ich habe dann die Hackaufnahmsprüfung gemacht und die in der Gutenberg, den Lehrlings. Und da waren immerhin 20 Bewerber, aber der Gutenberg damals. Und drei haben es aufgenommen und da bin ich als Schriftsetzer draufgekommen. Was ich nicht bereue, weil das war damals eine wunderschöne Tätigkeit. Der Beruf hat sich quasi aufgelöst, wie der Hufschmied fast, aber der Hufschmied ist wieder im Kommen. Ob es der Schriftsetzer sein wird, weiß ich also, nicht. Also du sprichst das jetzt ganz richtig so eigentlich lächelnd an, aber es ist so. Also ja. Beim Hufschmied hat man wirklich an keine Zukunft mehr gedacht. Nicht, und richtig, jetzt sind es gesuchte Leute, die sich das auch ziemlich teuer bezahlen lassen. Genau. Und wenn du mir ehrlich fragst, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht da oder dort, es hat mich fasziniert, Druckerei Hausstein, dass die geschlossen worden ist. Das hat mich gewundert, weil die doch so ein Markteck gehabt haben, das es nicht mehr gibt. Ja.
Und wenn du mich ehrlich fragst, also diese digitale Leserei da mit den elektronischen Büchern ist alles recht schön, aber das ist recht unpersönlich. Die Druckerschwärze riecht halt einfach, nicht? Auch die alten Zeitungen. Ja, ja. Die riechen, wenn du eine alte wo findest, die riechen heute noch. Ob das jetzt gesund oder nicht gesund ist, ist wurscht. Das ist so ein Gefühl. Das ja, auch der Bleisatz, ne? Ja. Der war ja äußerst ungesund. Ich hätte so Milch trinken während der Tätigkeit. Ich habe aber Milch gehasst, weil ich, wie gesagt, am Bauernhof aufgewachsen bin. Und wir haben die Kuh eigene Milch gekriegt. Ja. Und die hat einen eigenen Duft da, wenn du es so direkt kriegst. Ja. Und ich habe die nicht runtergebracht. Ja, die ist auch ziemlich heftig fett, muss man sagen. Ja, genau. Hat es auf der Mönchkirchner Schweig sogar einen Milchbar gegeben, wo die direkt aus dem Stall die Milch, wenn du das getrunken hast, ist das Glas, das war durchsichtig, aber es ist weiß geblieben. So ein Rand ist dort bicken geblieben von dieser frischen Kuhmilch. Ja, als Blei, vom Blei her als Entgiftung sozusagen hätte man das. Die Zähne sind ja noch ausgefallen, die was bleikrank waren. Ja. Gut, aber es war aber eine wunderschöne Tätigkeit. Es war eine wunderschöne Tätigkeit. Es war wie Lego spielen eigentlich. Mhm. Du hast die Buchstaben zusammensetzen müssen, die Zwischenräume, das waren so Bausteine, alles. War super. Wäre eigentlich und vor allem gar nicht so leicht. Spiegelverkehrt? Spiegelverkehrt lesen, ja. Aber das geht da so ins Fleisch und Blut über. Das war dann überhaupt kein Problem, nicht eigentlich. Wenn man dein Leben so betrachtet, würde man fast sagen, nach heutigem Maßstab, würde man sagen, Jobhopping. Du hast dann doch ein paar Mal die Jobs gewechselt, bist aber trotzdem im Gleichen geblieben. Eigentlich schon, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das alles, was ich gemacht habe, ein Mosaik war. Mhm. Das, was sich dann darin gegipfelt hat, wenn es so ist, dass ich selbstständig mich machen habe können mit der Druckerei, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Da war der Umgang mit den Leuten, die Auftragsbearbeitung und das hat alles passt, das hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Also das war die Druckerei Altkammer. Herzog-Liebert-Straße. Herzog-Liebert-Straße, ja. Was ja heutzutage auch schon fast nicht mehr vorstellbar ist, dass mitten in der Stadt eine Druckerei ist. Ne? Ja. Das ist ja auch von der Frau Bader wahrscheinlich ihre Sorge. Wenn niemand sie findet, der das weiter betreibt, was macht es damit? Da kommt nie wieder eine Druckerei rein. Ne? Ja. Ich meine, ich habe deswegen Verständnis dafür, du wirst es nicht glauben, auch wenn ich deutlich jünger bin. Ich habe als Ferialpraktikant in der Firma Sag gearbeitet. Geh auf, ja. Ja. Weil die Kinder eben meines Alters waren und ich sie gut kannte. Und die hatten dort zum Bedrucken der Kartonagen so eine alte Maschine. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Balli-Schuhe, glaube ich, haben wir die Schuhgeschachteln bedruckt. Genau, das kann sein. Und die Maschine war ja, für mich war die damals schon 1000 Jahre alt. Die hat immer Geruch gezischt und das gedruckt. Ja, und das war irrsinnig klasse Geschichte. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du so eine alte Maschine aufgehoben? Ja, nein, wir haben eine gehabt und die hat mir einer angeschäbert von Oberösterreich, von einem grafischen Museum. Mhm. Den haben wir müssen vom Fenster rausgegeben. Das war so ein Spiegel mit einem Schwungrau. Ja. Und das war so groß, das hat man bei der Tier nicht rausgebracht. Jetzt haben wir es müssen vom Fenster müssen sie rausgeben. Ja, aber man denkt, da habe ich es aufgehoben wenigstens. Ja. Und da ist sie in guten Händen, sagen wir so. Geht nicht verloren. Ja. Gut, die Druckerei war zu. Dazwischen bist du jetzt zum Fernsehstar geworden. Warst du immer schon ein Witzerzähler? Nein, immer schon nicht. Aber die Sprache ist eins für mich ein wichtiges Element, sage ich jetzt einmal. Und eine gute Pointe entsteht nur, wenn du das richtig setzt. Und ich liebe den Dialekt auch, mir ist die Hochsprache. Mag schon für jemand wichtig sein, aber für mich nicht. Ja. Und weil du kannst Ausdrücke wir haben jetzt bei den Witze erzählen, wenn du ordinäre Witze erzählst, musst du die Pointen so vorsichtig setzen und so. Und im Dialekt kannst du viel mehr ausdrucken, meines Erachtens, als wir in der Schriftsprache. Einige Witze haben wir müssen streichen. Weil die gingen im Dialekt nicht. Die werden stier. Wo hast du die Witze her? Ich schaue viel deutsches Kabarett. Mhm. Ich weiß nicht, die Bayern zum Beispiel sind Witzelieferanten für mich. Da suchen wir die, was ich weiter erzählen kann. Zum Beispiel jetzt hat einer gesagt, der Seehofer, der bayerische Ministerpräsident, der hätte angeblich bei der Angelobung gesagt, also ich werde der Ministerpräsident, so war ich, Gott helfe.
Und man denkt, das kennt der Brüll auch gesagt haben. Wer den Seehofer von früher kennt, dem glaubt man ja mehr. So war ich, Gott helfe. Ja. Ja, ist nicht schlecht. Gut, aber der bayerische Ministerpräsident, ja, der kann schon. Ja, okay. Und sofort dort also habe ich Beunden, dann auch jeder, der mich sieht, sagt, Herr Skorl, da habe ich einen Witz, den kennst du noch nicht. Dann stelle ich fest, der ist 30 Jahre alt. Ja, du bist situationselastisch. Ja. Du bist Pensionist, schön. Gab es oder gibt es einen Lebenstraum von dir? Eigentlich nicht. Ich habe mir eigentlich, kannst du sagen, ich glaube, mir alles erfüllt, was mir wichtig war. Jetzt habe ich nur mehr die eine Sorge, dass ich möglichst gesund. Die Sorge, die ich nicht habe, mich nicht erinnern lassen. Kannst ja, nein, aber ich sage nur, das ist. Ist mir wichtig, noch, dass möglichst lang gesund alles tun kann, was, noch, was man beliebt. Du musst ja sonst so Witze erzählen, da bleibt ja nichts. Aber nicht zu viel, weil sonst rennst du mir wieder den Fernsehstar auf. so eine Konkurrenz, mein lieber Schwan, die alten Herren, nicht? Neue Power. Wobei die Frage ist, wer, nicht wer von uns wird das, nein. Naja. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, wünsche dir, dass dir viele Witze noch einfallen und dass du uns erhalten bleibst. Und wenn sie nicht gerade sich einen Witz erzählen lassen, dann schauen sie wieder rein beim nächsten ganz privat. Mit diesen ganz privaten Einblicken sind wir am Ende des WNTV-Wochenprogramms angelangt. Jetzt folgen noch die Veranstaltungstipps und gleich nach der Werbung beginnt die WNTV-Stunde wieder von vorne. Und bitte nicht vergessen, die ganze Sendung und auch die Gratis-Inserate sehen Sie im Internet auf www.wntv.at. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen im Fernsehen oder im World Wide Web. Entdecken Sie die Fachhochschule Wiener Neustadt beim Tag der offenen Tür am 15. März von 9 bis 16 Uhr mit interaktiven Workshops, Vorträgen zu den einzelnen Studiengängen, individueller Studienberatung, spannenden Vorführungen in den Technik- und Gesundheitslabors, Open Lectures, Einblicke in das Studentenlife am und um den Campus. Erleben Sie das Sprachangebot und machen Sie die ersten Aufnahmetests. Tag der offenen Tür am 15. März von 9 bis 16 Uhr. Interessiert an einem Beruf in der Krankenpflege? Kommen Sie zum Infoabend der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wiener Neustadt am 20. März von 17 bis 19 Uhr. Hier gibt es alle Infos zu Ausbildung, Anforderungen und Aufnahmeverfahren sowie eine Führung durch Lehrsäle und Übungsräume. Achtung, der Infoabend beginnt pünktlich um 17 Uhr. Nicht versäumen! Der Infoabend der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wiener Neustadt am 20. März 2014 von 17 bis 19 Uhr am Corvinusring 20. Das WNTV-Magazin wird gesponsert von